So, gerade wollte ich rausgehen zum Schneepacken und dann habe ich gesehen, dass wir ein Paket hier haben. Ne? Gut, es sollte eine Überraschung für eine liebvolle Mädel sein. Jetzt müssen wir alles eine nach der anderen. Zum Glück gibt es nicht so viel Verpackung, nur eine Plastik, das ist auch verwendbar, das ist umweltfreundlich. Und dann gibt es schon das, genau, Booklein. Und da ist eine Sitzpart, sehr gut. Das heißt, es sieht gut aus. Und die Karton zur Seite und jetzt schauen wir. Wow, das ist es. Sogar als Rucksack, das kann man tragen. Gut, Leute. Es ist Winterzeit, man muss schauen, ob das Holz inzwischen ausgegangen, Risse bekommen. Aber nein, es sieht nicht so aus. Ich wollte nur ein bisschen Witz machen. Wow. Das ist aber gut, holt sich gut an. Sogar mit nur einer Hand habe ich schon etwas. Und der Sitz, der Polster ist auch da, die unteren, damit dass wir unsere teuren Holzboden nicht kaputt gehen. Also, jetzt tue ich das so, damit dass Sie sehen, wenn es gespielt wird, wie es klingt und wie man damit was machen kann. Ja. Ich weiß, nämlich ein alter Mann und deswegen muss er immer schauen. Aber ich muss das gerecht tun, weil wenn ich zu nah drauf tue, dann haben wir keinen Sound. Okay, jetzt seid ihr dran. Genau. Aha. Mal schauen, wie die Snare-Effekt ist. Okay, die Snare-Effekt muss... Okay, gut. Das kann man spannen, glaube ich. Genau, der Snare-Effekt da drinnen, ihr seht schon ein bisschen was, genau. Das ist der Snare-Effekt. Mal schauen, das ist aber nicht bespannt. Die Spannung, mach Spannung da drin. Okay, das werden wir genau hinschauen. Weil es ist jetzt locker, aber das heißt nicht, dass es gebrochen ist. Also, mal schauen. Es hört sich gut an. Ich glaube, ich versuche es zeitig, damit dass die Bass mehr geholt wird. Ich habe eine unabhängige Zuhörer. Er muss mir sagen, ob er was Gutes holt oder nicht. Das heißt, weil das Holz ist härter als von dem Millennium. Aber es ist keine Werbung für jemanden. Es ist nur, wir müssen nur schauen. Warum schaut es so gut aus und klingt es so gut aus? Ja, das Holz ist ein bisschen härter. Okay, das ist die Seite, aber die... Danke vielmals. Das gut. Experte. Genau, die Snare werden wir nachher schauen, wie man das spannt, weil es hat einen Schlüssel hier. Und ich weiß schon inzwischen, genau, ich glaube, weil die haben eine verstellbare Snare. Das heißt, man muss mit diesem Schlüssel immer da reingehen und das spannen. Aber es hört sich gut an. Bei leichter Tasten sollte das Instrument schon einen Klang haben. Man muss sich nicht so viel bemühen, um Musik drauf zu machen. Das ist wichtig. Und das habe ich jetzt festgestellt, es ist nicht schlimm. Okay?
So, das Mädel, die Prinzessin, werde sich freuen, wenn es sowas gibt. Ich störe gerade die ganze Mannschaft hier bei Test Institut. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns wieder mal. Ich gehe jetzt Schnee aufräumen, bevor jemand sein Gelenk bricht. Hoffentlich nicht. Auf Wiedersehen. Liebe zu die Welt.